Boah, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Boah, ich hatte gerade gedacht, da liegt jemand. Da ist ein Schlafsack. Obwohl das am Tage ist, ist das irgendwie gruselig hier, oder? Da oben im Fenster, da liegen nackte Puppen drauf. Bisschen mulmig ist mir schon. Boah, ist voll gemüllt hier, ne? Wieso hängen denn da Eierpappen dran? Was ist das denn hier? Boah, ich fange gerade an zu schwitzen. Mir ist ganz anders gerade. Meinst du, dass hier ein Tonstudio drin war? Mir geht es gut. Ich fahre gern Fahrrad. War die Matratze ja auch in diesem Raum drin? Okay, die Kinder waren in Betreuung halt. Sogar das ist durchgerissen, ne? Boah, da liegt so eine Puppe drin. Das ist echt Horrorhaus hier. Überall noch Eierkartons. Boah, vielleicht wollte er noch so einen Raum machen. Das ist so schrecklich, Leute. Das ist so schrecklich. Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ich bin mit David noch unterwegs und ja, wir wollen uns jetzt hier eine Molkerei anschauen. Ihr seht schon, hier sind Bahnschienen und so eine Brücke noch. Die soll verlassen sein. Schon so ein ganz komischer Weg dorthin. Auf jeden Fall ist hier schon lange keiner mehr lang gefahren, glaube ich. Oh, da ist sie. Oh, okay. Jetzt schon auf den ersten Blick sieht man schon wieder ganz viel Müll. Hier auf der Straße an den Seiten, Müllsack, irgendwelche Kisten. Da steht noch ein Schild mit Vorsicht Kreuzung, nee, Vorsicht Kamera. Aber ich denke mal, hier sind keine Kameras mehr aktiv. Ui. Uiuiui. Hier überall Müll. Hier war bestimmt so eine Laderampe, bestimmt für LKWs. Boah, hier überall liegt Müll, ne? Zwei Sessel, hier noch ein Sofateil. Boah, hier. Wohnwagen. Also das ist auf jeden Fall schon sehr lange lost, das Ding hier. Boah, ich hatte gerade gedacht, da liegt jemand. Oh mein Gott. David, brauchst du noch einen Wohnwagen? Klar. Ja? Wird das neue Uhrwerksmobil? Ja. Da brauchst du aber viel Zeit, um den fertig zu machen. Ja. Ich habe einen Eingang gefunden. Ah, schon wieder Dorn. Oh, wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Ich dachte erst, wir kommen hier rein. Aber das ist so voll gefüllt mit Holzplatten und irgendwelche Autoteile. Boah, randvoll mit Autoteilen, Autositze, Stoßstange, Fahrrad, ja, Holz. Ich glaube, das ist nicht so gut, darüber zu klettern. Wir versuchen nochmal einen anderen Weg. Hier ist sogar noch ein Schild. Mit Warenannahme, montags bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Oh, fängt schon so ab zu blättern und ja, die Pflanzen klettern hier überall schon hoch. David sagte gerade, da ist eine Wäscheleine mit Wäsche drauf. Obwohl das am Tage ist, ist das irgendwie gruselig hier, oder? Irgendwie so komische, oh ja, Tatsache. Das ist doch ein Schlafsack, oder? Schlafsack, der zum Lüften aufgehangen wird. Hoffe, man erkennt das da oben. Da ist ein Schlafsack. Naja gut, hier könnten auch Obdachlose sein, ne? Die hier aber schlafen. Aber wer hängt denn sein Schlafsack auf? Ich. Ja, aber du, wenn du einen Overnight machst, ne? Ja. Ja gut, wenn der jetzt auch unterwegs geht, vielleicht hängt er den auch auf. Ja, Natur holt sich alles zurück, ne? Ja, guck vor allen Dingen oben auf dem Dach, das sieht mega, dass die Bäume da oben wachsen, ne? Da ist auch noch eine Matratze zum Lüften, weil die Fensterscheiben auch kaputt sind. Ah, das ist echt schon gruselig, ne? Aber ich denke mal, das wird die Molkerei gewesen sein und das ist sogar noch mit Wohngebäude. Das Problem, wir kommen hier nicht rein. Die Tür ist zu. Guck mal, die haben sich hier extra was, ne, was hingelegt mit Panzerband, dass man hier reinkommt. Und wir kommen jetzt sogar rein. Hier, aber das ist ein Treppenaufgang nach oben. Ich gehe aber nochmal hinten rum, bevor ich reingehe. Hier ist dieser typische Urbexer Trampelpfad. Oh, jetzt sehe ich da gerade noch was. Oh, da steht ja noch ein Bagger. Krass. Ha. Oh, boah, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Das sah ihm da so aus, ob da wirklich jemand steht. So, das schwarze Teil da.
glaube, das ist Teerpappe eingewickelt da, mit dieser gelben Tüte. Boah, schon krass das Gebäude hier. Fensterscheiben auch alle kaputt. Und da steht der Bagger. Oh, schade, dass sie ihn alle schon so kaputt machen müssen. Ja, und mit dem Anhänger noch. Ein Reifen hängt nur noch dran. Alter, ist das gruselig, David. Guck mal, da oben im Fenster, da liegen nackte Puppen drauf. Sind das Puppen? Ja. Oh, gruselig, oder? Obwohl wir am Tage hier sind. Voll krank, das Haus. Hier noch eine Regentonne mit einem Aktenkoffer drin. Alles rausgeschmissen hier, wa? Überall liegt hier Krempel. Sogar hier ist noch ein Staubsauger. Hier. Oh, das hatte ich damals auch gehabt. Da waren meine Kassetten drin hier. TKKG und Alf. Hier ist sogar noch ein Springschleifer. Ist mir schon. So. Okay. So. David geht voraus, das ist schon mal sehr gut. Wir müssen jetzt nur aufpassen, ne, wenn da so ein Schlafsack wirklich ist. Vielleicht ist wirklich auch jemand hier im Gebäude, ne? Da ist eine Schaukel unten. Okay. Boah, ist vollgemüllt hier, ne? Das riecht hier so ein bisschen so nach Badezimmer, so, ne? Was riecht so nach? Hä? Wenn man ganz so mit Tapeten feucht macht. Ja. Dieser Geruch. Gestimmt, genau, oder so, ne? Und guck mal, hier sind keine gelben Fliesen, wir haben diesmal weiße Fliesen. Ne, ist ein Zug. Wieso hängen denn da Eierpappen dran? Das Ding ist Akustik. Wenn du früher. Ach so, so. Tonstudio-mäßig. Ja. Wenn du. Guck mal, hier ist ein Vollgeschloss. Bizarre. Da ist ein Vorteil, ein Vollgeschloss. Und das sorgt dafür, dass die Akustik nicht nach außen gelangt. Ah. Hä, aber wieso ist denn sowas hier in der Molkerei? Ey. Was ist das denn hier? Das ist extra so ein Zimmer. Mit. Alles voll mit Eierpappen, ne? Ja, und. Und Styropor noch. Styropor. Hä, hey, was läuft denn hier ab? Hä? Und vor allem wie dick. Ja. Zweilagig. Also ja, aber warum denn in der Molkerei? Ich habe was gefunden. Was der, denn? Der legendäre Fliesentisch. Oh, oh, hässlich, ne? Meine Eltern hatten auch so einen Riesentisch gehabt mit Fliesen drauf, ey. Ja. Boah. Genau. Aber David, sag mir warum. Guck mal, da sind sogar hier noch Kellerlampen. Oh, die Akustik wird schon ganz anders. Stimmt. Alter, merkst du das? Die Akustik wird ganz anders hier drinnen, ne? Ja. Meinst du, dass hier ein Tonstudio drin war? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Man benutzt es ja als Proberaum. Meinst du, dass es ein Proberaum war für Musik? Hier, hat der Schlagzeug gespielt oder was? Kann sein. Oder was ist hier passiert? Mhm. Meinst du, das ist was hast du für ein Gefühl? Was? Nee, wenn man hier zum Beispiel jemanden eingesperrt hat, hörst du keine Schreie raus, ne? Meinst du, dass hier ein Kinderschänder gewohnt hat? Deswegen die Puppen auch oben da? Das Spielzeug, die Schaukel. Die Schaukelspielzeug, Alter. Und das kam mir jetzt gerade, wo wir schon auf den Hof raufgelaufen sind, kam mir das schon richtig gruselig vor, ne? Ja. Also wenn ich wollen würde, dass irgendwie keiner irgendwas hört. Boah, Alter, wie krass muss das sein, oder? Ja. Naja, kann auch was ganz anderes gewesen sein, aber das ist schon sehr merkwürdig, oder? Aber auch schon viel abgerissen hier, ne? Viel runtergefallen. So eine Zeitung, aus welchem? Donnerstag, 27. März 1975. 75? 75. Boah, ich fange gerade an zu schwitzen. Mir ist ganz anders gerade. Oh, nein. Was? Lies mal. Ich? Warte mal, liest du mal vor. Was steht da drin? Ich kann jetzt schwimmen. Mir geht es gut. Ich fahre gern Fahrrad, wie ein Rennfahrer. Zum 44. Geburtstag von Alexandra. Alles Punkt, Liebe Punkt, und Punkt, Gute. Alles Liebe, Liebe und gut, Gute. Das ist eine Kinderschrift, ne? Ja. Was haben wir hier gefunden? Ich dachte, wir schauen uns hier nur eine Molkerei an.
Das ist ja schon krank, oder? Das ist schon heavy. Boah, wir haben ja selber beide Kinder, ne? Wenn man jetzt so dran denkt, oder? Gruselig ist das schon. Ja. Und vor allen Dingen die Karte. Die Karte, die Zeitung, schon so alt. Wer weiß, wer hier gewohnt hat, ne? Ach, guck mal hier diesen Raum an hier. Mit diesen ganzen Matratzen und so. Hier. Ey, da darf man jetzt gar nicht so drüber nachdenken, ne? Vielleicht war die Matratze ja auch in diesem Raum drinne. Und da ist noch ein Kindersitz. Ey, das hat die Stimmung jetzt aber mal richtig gekippt, wa? Ja. Boah, ich zitter ein bisschen, du. Hier, da ist auch extra so eine Rehgipswand gemacht. Aber auch nicht fertig. Weil wenn fertig, dann hast du Tapetenreste. Die ja, angefangen. Die also hat mal jemand angefangen und nicht fertig gemacht. Ja. Auch hier, diese Kellerlampe hier an der Seite dran. Vielleicht wollt ihr den Raum hier auch noch irgendwie nutzen oder so. Boah, ich habe noch gar nicht richtig gefrühstückt, ne? Mir ist richtig flau jetzt gerade im Magen. Oh. Yes, hier liegt auch noch eine Matratze. David hat auch gerade gesagt, guck mal hier von den Sesseln her, die ganzen Möbel, das kommt aus dieser Zeit halt, ne? 60er, 70er. Ja, Röhrenfernsehen. Hä? Den kennen viele schon gar nicht mehr. Ja, Röhrenfernsehen, genau. Und hier? Und hier sind sogar Kinderklamotten, oder? Oder Frauenklamotten hier, so ein Pullover. Du hast noch ein Telefonbuch gefunden? 2011. Ich hab gerade schon wieder ein Auto gehört, ey. Nein. Das kommt wegen der Brücke oben, weil da so viele Autos langfahren. Und die donnern da immer über so ein Dings rüber. Da hört sich das an, ob hier einer gerade runterfährt oder ranfährt. Komisch ist das schon hier, ne? Oder? Oder? Mega. Gehen wir jetzt mal unten in den Wohnbereich. Hier hat David schon eben gerade ein Telefonbuch gesehen von 2006, 2007. Also echt schon lange verlassen hier das Ganze. Das ist der ursprüngliche Eingangsbereich hier. Ja, hier war, genau, hier war der Eingang für die Wohnung. Aber auch so viel Sperrmüll. Oh, hier sogar noch ein altes Radio. Oh, geil. Mit einem Plattenspieler, glaube ich, oder? Ja. Oh, hier. Das ist auch so gruselig hier immer, ne? Mit so einem Vorhang davor. Muss echt ganz vorsichtig um die Ecken gucken. Ach, hier ist noch ein Bett. Da sind auch hier. Steht noch ein Autositz. Oh, hier ist so ein Handschuhlicht hier oben drauf. Ey, das ist sowas von gruselig. Und guckt euch diese Dinger an hier, diese Fliegenfallen. Ich bin da damals immer hängen geblieben in solchen Dingern. Was denn? Das liegt daran, weil du so groß bist. Ja, ja. Ich bin da nie hängen geblieben. Echt nicht? Ja, du bist ja auch einen Meter kleiner wie ich. Oh, das ist echt gruselig, oder? Mega. Irgendwie weiß ich nicht. Ganz so ein Gefühl hatte ich noch nie gehabt irgendwie. Auch immer, wenn so ein Auto da vorne lang donnert, ne? Ja. Man denkt, der kommt hier hergefahren. Oh. Weiß man ja nicht, wenn hier wirklich so ein Kindergeschänder gewohnt hat. Ob der noch auf freiem Fuß ist oder ob der jetzt im Gefängnis ist oder... Oder ob der mittlerweile, ne? Ja, wenn das schon so lange her ist. Oder ob uns das alles, ja, zusammenmauscheln wieder. Ja. Vielleicht war ja auch eine ganz normale Begründung. Vielleicht hat er wirklich Schlagzeug drin gespielt oder so. Man weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal irgendwie nach einem Zeitungsartikel gucken. Ja. Aber erst, wenn wir raus sind. Recherchieren, ne? Ja? Recherchieren. Ja, aber wenn wir raus sind. Ja. Wir sind ja jetzt auch nur spontan so lang gefahren. Und dann haben wir das entdeckt. Lass es mal nach oben gehen, oder? Ja. Boah. Boah, geil. Das ist ja mal richtig geil. Hier war wahrscheinlich die Küche. Aber hier, da haben wir die gelben Fliesen. Aber oha, der Boden gibt hier ein bisschen nach. David, muss aufpassen, der Boden gibt hier ein bisschen nach. Oh, hier liegt überall Müll. Ah, jetzt kommen wir in den Raum rein. Oh, hier. Brennspiritus. Und wieder Kinderschuhe. Jetzt kommen wir in den Raum rein, wo ich die Puppen gesehen hatte. Hier steht noch ein Sofa. Oh, hier war mal ein Schlafzimmer.
Ui. Ja, der Schimmel da oben schon. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, was hier passiert ist. Und ob die Besitzer hier von der Molkerei auch gelebt haben. Also die Molkerei gehört haben. Oder ob dann wieder zwischendurch, vielleicht ist die Molkerei insolvent gegangen und dann haben hier wieder andere Leute gewohnt. Aber so wie es aussieht, war das ja mal ein Ehebett. Und auf jeden Fall haben hier auch Kinder gewohnt. Hier ist nämlich überall Kinderspielzeug. Ist natürlich auch die Frage, wie viele Kinder hier gewohnt haben. Oder ob hier wirklich Kinder gewohnt haben. Ja. Oder die hier eingesperrt waren. Hier, das ist nämlich das, was wir vorhin gesehen haben. Wo wir da unten beim Bagger standen. Ach so, das sind einfach nur so Kuscheltiere. Aber was haben die da denn mitgemacht? Igitt. Was ist das, so ein Glücksschwein? Ja, Kiste mit Spielzeug noch. Ich würde aber ganz stark vermuten, dass hier Kinder gewohnt haben, weil hier nämlich Schulsachen dazwischen liegen. Okay, David hatte gerade was gefunden. Hier steht Oberlandesgericht Celle. Verfahrenspflegerin. Betreffend die elterliche Sorge für die geborenen Arm, berichte ich über meinen Besuch bei den Lütloff-Kindern und den Gespräch mit betreuenden Erwachsenen. Garten machte einen glücklichen Eindruck, dieser bestätigte sich um. Also die Kinder waren unter Betreuung, oder was? Ja. Da steht auch Diplom, was steht da? Diplom-Pädagogin. Okay, die Kinder waren in Betreuung halt. Meinst du, die hier gewohnt haben, haben die Kinder misshandelt? Gehe ich von aus. Und dann der Raum da unten? Also, es geht hier um mehrere Kinder. Mehrere Kinder? Seite, sieben Kinder? Sieben Kinder. Im Alexandras Fall decken sich meines Erachtens der ausgedrückte Kindeswillen und das objektive Kindeswohl. Steht da irgendwo ein Datum? Nochmal, die Kinder äußern sich, dass sie keinen Kontakt mit den anderen Kindern haben wollten. Genau, beide Kinder äußerten sich von sich aus nicht den Wunsch nach mehr Kontakt zu ihren Geschwistern. Boah. Das heißt, hier muss ja einiges vorgefallen sein. Hier muss einiges vorgefallen 2006. sein. 2006, okay. Dann kommt das auch mit dem Telefonbuch unten hin. Vielleicht leben die jetzt alle im Heim oder so. Wer weiß, was mit den Eltern war, ne? Vielleicht waren die ja Alkoholiker oder so, ne? Ja. Das weiß man halt jetzt nicht. Da kann man so viel spekulieren, aber wir haben ja fast recht, ja, mit dem Raum und so, ne? Oh, das habe ich noch nie gehabt. Also meine ganzen Lost Place Zeit nicht. Sie betonte, dass nicht die Schläge sie von einer Wiederkehr zu ihren Eltern abhielten, sondern die rigide Erziehungshaltung des Vaters. Ah, okay. Also hat das der heißt, Vater die doch geschlagen. Ja. Boah, und wie alt war die? 16. Genau, dann sind alle sieben Kinder misshandelt worden. Boah. Und deswegen macht das Sinn, dass wir, als wir unten die Eierpacken gesehen haben, die waren ja auch alt, dass er das damit ausgebaut hat und wenn die sich nicht benommen haben, dann sind die Kinder da eingesperrt. Das tut einem richtig weh, ne? Wenn man selber Kinder hat und so, ne? Alter. Boah, also nochmal. Hier haben sieben Kinder gelebt. Genau. Wir haben gerade eine, die heißt Roswitha oder was? Genau. 16 Jahre alt und da steht auch drin, dass sie von ihrem Vater geschlagen wurde. Und von den anderen Kindern, ist da noch was? Ist auch schon ein bisschen verblichen, man kann kaum was lesen, ne? Aber gut, dass wir das gefunden haben hier, wa? Hält Kontakt per SMS zu ihrer Mutter. Okay, also die Mutter wohnte dann schon nicht mehr hier oder was? Okay, die haben Kontakt über SMS. Oh, nicht viel. Alle anderen sind kurz gehalten. Also über die anderen Kinder steht nichts drin. Vielleicht sind hier noch mehr Dokumente. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir müssen raus hier. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen... Das bedeutet zusammenfassend, wir haben diese Garten... Warte. Ja. Wir haben hier unten gerade den Garten ja gesehen. Ja. Wir haben einen Wohnwagen gesehen. Genau. Oh. Den Wohnwagen. Dann sind wir hier reingegangen. Oh. Dann haben wir gesehen, dass... ganz alte Zeitung da ist, in diesem ausgebauten Raum, der Akustik isoliert ist, dass man nichts hört. Genau. Das heißt, unsere erste Vermutung war richtig. Ja. Oh, nur, dass der Vater Leute, da die Kinder, sieben Kinder am Stück, sieben Kinder, ey. Mit einer bestimmten Erziehungshaltung misshandelt hat. Oh, ist unglaublich, ne? Wahrscheinlich bestimmt unter Alkohol oder so, ne? Kann ich mir auch vorstellen, dass er in die Hand hochgegangen ist. Ja. Oh, das ist so schrecklich, Leute, das ist so schrecklich. Du musst dir mal vorstellen, du kennst ja die Räume. Ja. Jetzt. Und jetzt musst du dir bildlich vorstellen, wie sieben Kinder hier unten rumlaufen. Ja. Wie der Vater die durch das Wohnzimmer gezogen hat in diesen Raum rein. Vielleicht haben sich zwei woanders im Raum versteckt und so. Ja. Ja, ich höre auch die ganze Zeit Geräusche ich draußen. Ich habe gedacht, ich hätte was gesehen, aber. Und weißt du, stell dir mal vor, das wäre ein Kinderzimmer gewesen. Ja. Und die wurden dann hier reingezogen. Oh, hör bloß auf, hör auf. Oh, ich krieg schon Gänsehaut, ey. Oh, das tut mir so weh, ey. Oh, war sieben Kinder auch noch. Vor allen Dingen hat der eine Blödsinn vielleicht gemacht, dann kriegt der andere auch noch was drauf, ne? Ja. Oder braucht nur einer dumm dastehen oder so, kriegt auch noch eine drauf, zack.
Boah. Ah, okay, das werde ich aber pixeln. Wir haben jetzt tatsächlich noch ein Foto gefunden. Ja, aber da weiß man jetzt gar nicht, welches Kind hier dazugehört. Also ich werde es auf jeden Fall pixeln. Ah, das ist auch schon krank, ne? Sogar das ist durchgerissen, ne? Ja. Boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr weiterzugehen, weißt du das? Ja. Oh. Ja. Oh, wenn das jetzt hier so die Kinderzimmer waren, ey. Aber das sieht aus wie Stube. Wir haben gerade mal die Theorie aufgestellt, dass wenn einer von den 7 Kindern vielleicht jetzt schon 24, 25 Jahre alt ist und kommt da nicht so mit drauf klar, hat jetzt im Kinderheim gewohnt und sowas, dass sie vielleicht ja auch hierher kommt wegen dem Schlafsack. Vielleicht schläft die sogar auch hier. Oder ja, er, sie. Boah, das ist die Vorstellung, oder? Oh, guck mal, ich sehe da hinten schon wieder Matratzen. Hier war sogar das Badezimmer. Oh, da liegt so eine Puppe drin. Oh, das ist echt Horrorhaus hier. Alles voll mit Klamotten, Kinderklamotten. Jetzt weiß ich auch, warum so viele Klamotten. Ja, 7 Kinder. Oh. Hier geht's noch weiter. Hier überall Kinderspielzeug. Boah, was ist denn mit dem Boden passiert? Guck mal. Da liegen so viele Klamotten. Du gehst nur noch über die Klamotten weg. Überall Kindersachen. Oh, hier ist der Schlafsack. Da wäre wieder die Theorie, Schlagzeug spielen in dem Raum. Alter. Oh, das ist schon krank hier, wie der Schlafsack da so hängt, ne? Ja. Und hier auch wieder alles voll mit Kinderschuhen. Da steht übrigens der Wohnwagen. Da oben haben sie noch einen Fernseher drauf gedonnert. Hier ist sogar noch alles eingepackt. Ein Fahrradhelm ist jetzt sogar noch. Hier ein Schrank, der schon vom Schimmel zusammenfällt. Und hier, David, hier, überall noch Eierkartons. Boah, vielleicht wollte er noch so einen Raum machen. Oder? Oh, ist das krank, Leute. Das ist sowas von krank. Die war dann die Molkerei, hä? Boah. Boah, wie sich die Natur alles wiederholt. Oh, hier, guck mal. Hier geht's nochmal in den Keller. Noch eine Matratze. 2 Stück. Boah, das sieht hammer aus hier, oder? Boah, hier noch mehr Matratzen. Alles voll mit Matratzen. Ja, bei 7 Kindern. Da steht an der Wand gerade, trau dich. Boah, guck dir das da an, da. So ein Schaukelstuhl. Ah. Aber die Molkerei, die muss schon lange los sein. Ja, das gehört ja noch alles zu der Molkerei. Weiß nicht, was das hier ist. Schornstein, Lüftung, Heizung. Boah, sieht aber schon geil aus, die Molkerei hier. Hier geht's schon wieder in den Keller. Schon wieder Matratzen. Und ein Sessel steht da unten auch wieder. Boah, hier ist auch schon wieder eine Matratze. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Boah, guck mal oben an die Decke. Nicht, dass da was runterfällt. Da ist schon krank hier, oder? Mit den ganzen Matratzen, finde ich. Wir wollten uns nur eine Molkerei anschauen. Jetzt ist das Wohnhaus mehr spannender als die Molkerei, finde ich irgendwie, ne? Da hinten steht der Bagger. Da hinten ist das Wohnhaus, wo wir gerade waren. Gucken, was wir noch entdecken. Ui.
ihr baut wirklich, ne? Die Natur holt sich wirklich alles wieder zurück. So, David, du darfst entscheiden. Gehen wir hier wieder zurück oder gehen wir durch den Keller? Wir gehen durch den Keller. Okay. Aber? Ja? Kommst du nicht mit? Doch. Also. 10 Sekunden wollen wir noch. Ja, mach mal ein Foto. Ich geh schon mal. Volle Granaten unten. Mich? Ja. Das hört man, dass du da langläufst. Ich habe nur einen Schritt gemacht. Ja, das hört man. Nur einen Schritt gemacht? Ich habe nur einen Schritt gemacht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen die Flatter. Ja. Du hast schon von Anfang an gesagt, das ist gruselig, das Ding hier. Ja gut, können auch Tiere gewesen sein. Aber du hast auch so ein komisches Gefühl, ne? Ja. Ja, da hinten waren wir so nur die Lagerhallen. Da, wo wir vorhin zu der ersten Tür gegangen sind, wo das alles mit Brettern und so voll gestapelt war. Mhm. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht hin. Guck mal, hier sind auch noch Schulsachen. Hier, da ist noch ein Name. Christa. Stand unten auch. Und was steht da noch drauf? Was ist das? Steht da vielleicht auch noch ein Name? Roswitha. Roswitha? Das ist die Roswitha, die du vorgelesen hast. Ja. Ei, aber gerade, dass wir die finden von den 7 Kindern. Oder was meinst du? Wollen wir noch einen rauf? Komm her. Dann können wir nichts mehr, ne? Einen gehen wir noch rauf. Ich denke mal, hier waren die ganzen Kinderzimmer. Aber der Boden sieht nicht mehr so toll aus. Ui. Es waren bestimmt die Kinderzimmer von den Kindern hier. Erster Raum. Hier ist sogar noch so ein Atlas. Schreibtisch mit Sofa. Hier hat das nächste Kind gewohnt. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen Flurbereich. Da geht es noch auf den Dachboden rauf. Toilette. Oh, guckt euch mal die Badewanne an, ey. Oh, alles so in Grün. Hier könnte auch wieder ein Kinderzimmer gewesen sein. Hier auch. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Durchbruch. Ah, hier ist der Schornstein, ja. Ey, weißt du, was ich mich immer frage? Das ist jetzt 17 Jahre lost, wenn wir mal von angehen, 2006, ne? Wo sind denn dann die ganzen Möbel abgeblieben? Oder Teppich oder sonst irgendwelche Sachen, die sind... Wo ist das, wo bleibt sowas immer? Und vielleicht keine Erben oder so. Ja, die Kinder erben ja. Wer würde denn in dem Fall die Wohnung ausräumen? Wer würde denn das Erbe antreten? Oder wer würde das Erbe antreten? Da will doch keiner was mit zu tun haben, die Kinder, oder? Das meine ich hier. Hier ist nur eine Matratze, aber wo ist das Bett? Wo sind die ganzen Sachen hin? Oh, David, guck mal hier. Du siehst hier, wie die Wand schon da nach rechts wegbricht. Boah. Ja, komm her, Abmarsch. Raus hier. Ja, David fragte gerade zum Beispiel, was passiert mit so einem Geländer? Da kommen natürlich die Kabeldiebe und so hier alle her und die das Metall hier abflexen und Metall wegbringen. Schrottdiebe. Weil guck mal, das Haus ist auch am Arsch der Welt. Das hört kein Schwein, wenn du hier was machst. Nee. Das hätte auch keiner gehört. Oder hat ja auch keiner gehört. Was nee. Passiert ist. Ja, das hat auch keiner gehört, wo die Kinder wahrscheinlich da in den Raum eingesperrt waren, richtig. Boah, da mag man gar nicht mehr vorbeigehen, oder? So, wir sind wieder rausgegangen. Das war uns doch ein bisschen irgendwie zu mulmig. Wir haben jetzt auch schon wieder Stimmen gehört. Ist auf jeden Fall so krank, ey. Nur auch allein, dass der Mann Styropor und sich die Arbeit macht, so einen Raum zu erstellen, dass man die Kinder da nicht schreien hört, oder?
Einfach nur krank. Alleine die Dicke. Die Dicke, ja, die das waren ja 20 cm Styropor und dann noch die Eierpappen. Ja. Und keiner kriegt das mit, weil hier echt, ich frage mich überhaupt, warum er das gemacht hat. Das kriegt auch keine Sau mit. Hier steht das Haus, da steht, wann steht das nächste Haus hier, 500 Meter weiter weg. Oder wenn der Bauer was gesagt hat. Oder wenn der Bauer natürlich hier lang fährt, ne? Ja. Könnt ihr gerne Kommentare dazu schreiben und ich würde das Video hiermit beenden. Abonnieren nicht vergessen, liken, schaut auch gerne bei David vorbei und in der Videobeschreibung. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, vielleicht ja, kriegen wir gleich noch ein, zwei Location im Kasten. Aber das war heute schon heftig, damit hätten wir jetzt gar nicht mit gerechnet. Alleine, was alles da, ja, ist so als Beweis, ne? Ja, was alles, ne? Die Kinderklamotten, die Fotos, die wir gesehen haben, alles, ne? Ja. Und wir wollten uns einfach nur eine Molkerei anschauen und jetzt sowas, ne? Unglaublich. Aber darauf erstmal einen Kaffee. Darauf gibt es erstmal einen Kaffee, erstmal runterfahren, weil wir eben auch beide selber Kinder haben, ne? Das ist echt, ja, ja, traurig sowas. Okay, abschalten, bis zum nächsten Abenteuer dann. Tschüss. Tschüss.